folgendes komplexe Integral soll gelöst werden. Integral von 0 bis Pi über e hoch i Omega t dt. Das Omega, die Kreisfrequenz, die wählen wir mal 1 Hertz oder auch eine Schwingung pro Sekunde. Dann reduziert sich der Exponent auf die vereinfachte Darstellung i mal t. Wir schleppen die Einheit nicht mit, wir lösen das Ganze rein mathematisch. Somit könnten wir zwei Varianten hier anwenden, dieses Integral zu lösen. Einmal verknüpfe ich direkt mit der Euler-Identität oder ich beziehe mich direkt auf diese exponentielle Darstellung, also auf diese komplexe E-Funktion und wende Rechengesetzmäßigkeiten auf diese E-Funktion an, die ich auch anwenden darf, also wie ich sie herkenne von den reellen E-Funktionen. Also ich wähle die erste Variante aus, ich beziehe mich direkt auf die Euler-Identität, also kann ich schreiben Integral von 0 bis Pi über Cosinus von t plus i mal Sinus von t dt. Dafür komplexe Integrale, dasselbe gilt wie für die reellen und ich hier eine Summe habe, kann ich das Ganze auch aufsplitten. Das ist nichts anderes als Integral von 0 bis Pi über Cosinus von t dt plus i mal Integral von 0 bis Pi über Sinus von t dt. Gut, eine Stammfunktion für den Cosinus. Also was muss ich ableiten, damit der Cosinus rauskommt? Sicherlich den Sinus, also Stammfunktion ist der Sinus von t, Grenzen angetragen, plus i mal die Stammfunktion von Sinus ist der Minus Cosinus. Wenn ich den ableite, bekomme ich den Sinus, Grenzen angegeben. Und jetzt ausgerechnet das Ganze. Machen wir es ausführlich. Ich habe hier zu rechnen obere Grenze Sinus von Pi abzüglich unterer Grenze Sinus von 0, Klammer zu, plus i mal obere Grenze minus Cosinus von Pi minus minus Cosinus von 0. So, was kommt hier hinten raus? Der Sinus bei Pi ist sicherlich 0. Und bei 0 ist er ebenfalls 0, also kann ich das hintere komplett vergessen. Das spielt hier überhaupt keine Rolle, also wischen wir das Ganze mal schnell weg. Der Minus-Cosinus, wie verläuft der? Der Minus-Cosinus startet bei minus 1 und ist bei Pi plus 1. Also der hier vorne ergibt schon mal plus 1. Naja, und bei 0 ist der Minus Cosinus minus 1, also hätte ich hier hinten minus 1, aber Minus und Minus wird zu Plus und ich habe als Ergebnis i mal 2 ist 2i. Ne? Also gut, das Integral ist somit gelöst und entspricht 2i. Das Ganze geht natürlich etwas rasanter und schneller. Machen wir mal die nächste Seite auf. Von Integral von 0 bis Pi über diese Funktion e hoch i t dt. Ich kann mich direkt auf diese E-Funktion beziehen. Also dann hätte ich die Stammfunktion 1 durch i mal e hoch i t und in den Grenzen Pi und 0. Ich integriere nach der Variablen t, also brauche ich die innere Ableitung, äußere ist die E-Funktion, innere Ableitung wäre ja praktisch das i. Dass ich das i wieder rausschmeißen kann, brauche ich den reziproken Wert, damit ich das kürzen kann. Deswegen dieser Faktor 1 durch i vor meiner e-Funktion hier, vor meiner komplexen. Jetzt stur verfahren nach Schema f. Obere Grenze einsetzen, 1 durch i mal e hoch i mal pi minus, naja, e hoch i mal 0. Ne? Und e hoch i mal 0 ist e hoch 0, da passiert nicht viel. Ich habe somit e hoch i mal phi, das müssen wir uns gleich mal überlegen, minus 1 und durch i, ne, wenn man so will. Was ist der hier? An der Stelle brauche ich halt doch nochmal, wenn ich es nicht gleich sehe, die Euler-Identität. Machen wir das mal an der Stelle. E hoch i pi ist nichts anderes als Cosinus von pi plus i mal Sinus von pi. Naja, der Sinus von pi, der ist 0, das hatten wir gerade. Ne? Der verläuft ja in der Form und bei pi ist er 0. Ne? Funktionswert 0. Folglich, das da hinten spielt keine Rolle. Der Cosinus von pi, naja, schauen wir uns den nochmal an. Cosinus von pi ist hier unten minus 1, der Funktionswert. Also haben wir für e hoch i mal pi minus 1. Gut, streichen wir das somit raus aus dem Zähler und schreiben die minus 1 hin.
Gut, minus 1 und minus 1 ergibt minus 2 durch i. Hoppla, wenn das dasselbe Integral ist, warum kommt nicht dasselbe raus? Tut es, weil minus 2 durch i ist 2 mal i. Warum? Naja, ich könnte ja schreiben, minus 1 mal 2 durch i. Und ich weiß, minus 1 entspricht ja i Quadrat. Also kann ich weiter hier vereinfachen oben. I Quadrat mal 2 durch i. Naja, es kürzt sich das i mit meiner Potenz und ich habe 2i als Resultat. Also beides mal kommt das gleiche raus. Somit ist mein Job an der Stelle erledigt und ich beende dieses Video.